Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge F1 2019 hier im Co-op in der Liga quasi online mit Mike in Kanada. Hi. Und es regnet und deswegen müssen wir ganz schnell rausfahren. Es regnet im Rennen auch. Deswegen was regnet jetzt? Es regnet jetzt gleich sofort, fängt es an zu regnen, deswegen jetzt ganz schnell rausfahren. Lol. Ja, das hättest du mir ein bisschen früher sagen müssen. Wir glauben, dass es bald zu regnen beginnen wird. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie sich die Bedingungen. Scheiße! Ja, ich bin auch gerade noch am Einstellen. Weg! Im Rennen regnet es auch. Im Regen fahren. Im Regen rennt es auch. Leute, schaut auf beiden Kanälen vorbei. Es schon direkt gleich an zu regnen. Das sieht auch schon danach aus. Aber ja, schaut auf beiden Kanälen vorbei. Rechts zu meinem i, der andere verlinkt. Dass ihr das coole, Rennen hier aus beiden Sichten seht. Ja. Also, wie findest du Kanada? Wie findest du die Strecke? Kanada, ja. Nicht Kanada. Ja, ey, wie du es immer Kanada falsch aussprichst. Ja, wie ich falsch. Ey, so dumm. Ja, finde ich super. Ich bin mit Renault ultra in die Wand gefahren. Ja, aber ich. Also, Kanada ist natürlich auch wieder eine gefährliche Strecke, weil Bande ja sehr, sehr nah ist. Ab und zu ist die Bande schon echt nah. Oh, du knackst. Nice. Leute, es kann sein, dass ich heute ab und zu knack, weil mein jetzt Kabel, nicht mehr, aber du hast Kabel ein bisschen kaputt ist, aber ich kann es natürlich nicht die ganze Zeit während dem Rennen rausmachen. Also von aber daher. Auf jeden Fall, ja, ich mag Kanada. Ja, Kanada, Kanada ist. Ja, du musst es auch richtig aussprechen. Ja, ups. Also Kanada ist schon eine coole Strecke eigentlich, muss man schon ganz ehrlich sagen. Ja. Wenn es nicht rennt, dann ist das schon richtig cool jetzt. Wenn es nicht rennt, dann ist es gut. Ich hoffe, dass wir im Regen dann eben, weil es nicht rennt, dass wir dann eben eine gute Zeit fahren. Also dass wir am besten uns für einen guten Platz qualifizieren. Ja, und das auch durchziehen, ja, damit wir eben quasi das erste Mal doppelt Punkte holen. Es muss jetzt nicht erster und zweiter sein, das ist mir schon klar. Aber wir sind immer einzeln ins Ziel gefahren, also quasi nie im Team. Und das soll sich heute ändern, hoffe ich doch. Ja. Danach kommt Österreich, so cool, dann kommt Großbritannien, also auch wieder zwei weitere Strecken, die ich richtig geil finde. Ich nicht. Österreich ja, aber Großbritannien, Alter. Großbritannien. Ekelhaft. Nee, finde ich beide geil. England. Ist es England? England. Nee, ich glaube, du fährst deutlich besser hier als ich, glaube ich. Kurve, also eine Kurve habe ich gerade. Ich kann nicht auf die Zeit schauen, aber ich glaube, du bist krass. Das ist sowieso das. Das ist ja klar! Aha, wir sind wieder so gut drauf! Ah, sorry. Ja, Leute, ich habe wieder meinen richtig sexy. Ja, nice. Okay, es war eine 1,8 hoch, aber ich kann eigentlich auch 1,8 tief. Ich bin Zweiter. 1,8, oder? Ja, genau. Ja, erstmal 3 Sekunden schneller machen. 1,11,8 meine ich. Was bist du gefahren? Ich bin 1,12,6 und bin Zweiter. Also du bist offensichtlich ja viel so krasser sicher als Leclerc. Ja, dann gehe ich an die Box. Ja, ich gehe auch an die Box. Oder wir fahren einfach gegen die Wand. Wir fahren eh nicht mehr raus, oder? Ja, aber gegen die Wand fahren, ich weiß nicht, was mit den Reifen ist. Ich weiß auch nicht, ob wir bei den ganz bisschen Regen am Anfang des Rennens, ob wir, also ich lieber an die Box. Auch wenn es nicht so viel Zeit. Also, wir sind Auto gefahren, ich weiß nicht. Ja, dann bringst mir nicht so ab. Leute, ich habe übrigens wieder mein krasses Headset auf, ja. Nicht mit den In-Ear-Kopfhörern wie beim letzten Mal schon. Letzte Folge unbedingt anschauen übrigens, Monaco. Bist du hinter mir? Ja, war ich schon die ganze Zeit, hä? Nein, du bist vor mir rausgefahren. Nein, bei mir nicht. Bei mir bist du vor mir echt rausgefahren. Jetzt? Ja, ja, ohne ist Scheiß. Passiert? Ich hab das auf Aufnahme, dass du vor mir rausgefahren Ja, aber dann bist. Muss ich mich ja irgendwie teleportiert haben. Nee, ich hab dich einfach bei der Runde überholt. Was? Keine Ahnung.
Also bei mir hat es angezeigt, dass du vor mir rausgefahren bist. Ich hab dich gesehen, ich war, ja, und ich habe dich gesehen. Ich war hinter dir, ja. Geil. Genauso wie ich jetzt hinter dir stehe. Während die dich da mühselig hochschleppen und du hockst einfach wie so ein fetter Mehlsack im Auto und machst nichts. Ja, du fährst du noch mal raus oder cutten wir dann? Nee, wir können cutten. Ja, das ist ja ein krasser Cut also, jetzt dann diese Folge. Cut. Okay. So, Leute. Erster, zweiter. Das hatten wir schon in China geschafft. China, stimmt. In China. Alter, nicht falsch aussprechen. Ja. Und jetzt. Schauen wir mal. Wir sind total gespannt, mit was für Reifen wir schauen wir mal. Ob wir tatsächlich ich bin eigentlich gar nicht gespannt. Ja, starten wir. Okay. Ja. Ja. Scheiße. Ja, scheiße. Okay, man hat nämlich gerade gesehen, wie ich auf Intermediate fahre. Ich habe das natürlich rausgeschnitten, aber ich wollte mal kurz Test fahren mit Intermediate. Ja, Mike ist Test gefahren mit Intermediate. Und ich bin in die Wand gefahren. Alter, guck mal, und jetzt machst das ganze Rennen. Nur die letzte Wolke ist halt kein Regen. Ja. Also wir haben das ja, wenn mal einmal eine gute Strecke kommt, dann direkt Regen. Ey, das ist so heselig. Nee, das finde ich richtig cool. Bitte, Mike, mach mir mein Auto nicht kaputt. Mach dir deins bitte nicht kaputt. Ja, ich mach mir meins nicht kaputt und du machst mir auch meins nicht kaputt, okay? Ja. Aber meins darfst du kaputt machen, oder was? Nee, ich mach dir deins nicht kaputt. Deins nicht? Ja, ich mach meins nicht, ich mach deins nicht, du machst meins nicht und was du mit deinem Auto machst. Ich rutsch. Lol. Ich soll die Reifen aber auch gleich mit aufwärmen, hat er gesagt. Ich hab gar keinen Bock. Wenn du in die Wand fährst, dann sind sie direkt warm, hab ich. Also ist so, ne? Echt? Heimtipp. Was wollte ich sagen? Ah ja, wenn die mich überholen jetzt. Regen und dann auch noch bei so einer Strecke, die ja so gefährlich ist, ist halt auch nochmal dazu. Also die ist halt geil, die Strecke. Aber was gefährlich, halt kacke ist, ja, dass dann Regen und dann halt aber auch noch gefährlich wegen den Banden. Das ist halt doppelt scheiße, dass er jetzt Regen ist. Wenn die mich überholen, dann sehe ich halt nichts mehr. Ich finde es so krass, diese Effekte. Man sieht halt echt ultra wenig dann noch. Ah, okay, ist gerade Starkregen und dann 10 oder was? Für irgendwas hat er mir gerade 5 hat er mir, glaube ich, gesagt. Leichtregen, ich habe es auch nicht richtig gehört und habe ich gedacht, ja, ist egal. Ist das sag, wenn er übernimmt, okay? Ja, ich schalte schon mal hoch. Ja, ja, sag. Nee. Ja, das ist das natürlich. Natürlich. Alter, wie lange, wo seid ihr denn? Ja, du bist immer so fast. Ja, wir haben so meine Bremsen auf. Du bist immer hier so. Ah, jetzt hat er. Belfast. Kurz vor dem gelben Punkt. Okay. Das Gefühl, war das knapp. Ich habe bis jetzt bei jedem Start immer viel zu hoch meine Umdrehungen gehabt. Also ich muss dann viel, viel niedriger, kann das sein? Ja, Magnus überholt mich. Also ich hab die immer auf 12. Ich versuch's. 12 Umdrehungen. Ich versuch's immer, ja. 12.000. Ich versuch's echt immer auf 12.000 nee, 12 zu machen. Nicht 12.000. 12. Oh Mann, ich starte auch noch rechts neben dir. Ich sehe gerade deine Klima, jetzt glaube ich ein bisschen im Weg. Ups, jetzt ist sie weg. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Position. Ich fände rechts vor dir wäre noch geiler. Oh nein, ich hab mein Mikro, hoffentlich knack's ich nicht. Nee, du knackst grad nicht. Ich hab's nämlich verstellt. Alter, war das grad lange und hässlich. Achtung, Achtung, okay, mich hat keiner überholt. Bislang noch nicht. Bislang noch nicht, was soll das denn heißen? Ich weiß auch nicht, was es heißt. Ich kann leider kein Deutsch, sorry. Ja, können wir jetzt letzte Runde? Ja, ja, bitte abfallen. Spielstopp. Schiri! Rennkommission! Alter, links, rechts, oben, unten. Die Fresse, Mann. Safety Car, Safety Car! Die Strecke ist nicht sicher. Die Strecke ist nass, hallo! Ist das noch keinem aufgefallen? Rennkommission! Warum ziehst du eigentlich so weg? Was ist denn mit dir?
Was? Ich wow, war das 1% knapp. 1%. Gib dir gleich so ein Prozent in deine Fresse. Alter, ich bin so über das Ziel ausgeschossen. Er hat gerade gesagt, ja, wir konzentrieren uns jetzt auf den Rest des Rennens. Wow. Mann, so gut, Rest. Der Tipp. Ja. Ich werde mich nicht auf den Rest des Rennens konzentrieren. Nee. Jetzt ist zu Ende, das war's. Der Rest ist egal, wow, ich rutsch. Man darf nicht so stark bremsen. Echt? Da rutscht man. Ich weiß. Er weiß es, Alter. Darfst auch nicht zu viel Gas geben und lenken darfst du auch nicht. Weißt du, war nämlich im Qualifying 7 Zehntel schlechter war als du? Nee. Vorderradbremskraft. Die fehlt mir jedes Mal. Die kannst du auch hochstellen jetzt wieder. Aber nee, bei mir ist das so ausschlaggebend, weil ich mich da so dran gewöhnt habe. Braucht er nicht, ja. Ah, ja, hoch. Ich bin mir nicht sicher, ob das beim Regen gut ist. Ja, ja, doch. Da ist eine Wand. Da ist aber eine Wand. Oh, doch, die ist gut, die ist gut. Ja, guck mal, ich setze mich auch ein bisschen ab, sehe ich gerade. Offensichtlich ist Botas nicht so krass. Alter, diese heselige. Ja, du kommst da immer ultra. Kurve, Bambus! Die Kurve ist so scheiße. Nee, ich finde die richtig geil. Du kannst ja wieder abkürzen. Abkürzen? Also ich bleib eher an dir dran, als ich an ja, Bottas ich seh's. Dranbleib. Ist mir doch egal. Was für ein Arschloch. Nein! Was hast du getan? Oh, da liegt ein Teil. Geh mal vor. Hi. Ich hab die Schneesrune. Ich werde auch hier schon wieder mit Fett. Mit einem fetten Auto. Ich fahr nicht mit Fett. Ich fahr mit Hotlieb. Nicht. Ja, das muss ja die Energie ist zum Ausgeben da. Ich habe keine Energie, die zum Ausgeben da ist. Was? Wo hast du die denn hingeschoben? In dein Popo. Echt? Nein. Schade. Ich hätte gerne ein bisschen Energie in meinem Popo. Da kriege ich wieder Abstand, das sehe ich. Ich sehe es. Eine lila Zeit und das ohne der ERS und auch DRS, weil das bei mir auch kaputt ist. Ja. Ist ja nicht so, als wäre das deaktiviert. Ja, das ist aber auch bei mir kaputt. Wow. Das ist richtig geil. Ja, ich wäre jetzt traurig darüber. Ja, am Ende vielleicht brauche ich es da dann noch, ja. Hallo? Ja. Yeah. Hallo erstmal. Hallo. Und ist rechts scheiße der Frontflügel? Ja. Okay. Also kann ich mir auch so ein Fehler. Im Regen. Ja, das ist gar kein Problem. Also, lila eine Zeit halt mit den Frontflügel ist halt. Ich bin einfach auch ein guter Fahrer. Also ist ja. Bottas setzt sich jetzt. Wetterbericht! Einfach. Ja. Ah, der Funk rauscht, hat er gesagt. Ja. Wetterbericht! Alter, gar keinen Bock. Der Regen wird nachlassen in den nächsten 2 Minuten, hat er gesagt. Was? Seit wann sagen die sowas? Weiß ich nicht, seit gerade. Der Regen sollte in ein paar Minuten nachlassen. Leichter Regen. Also, Bottas ist echt ein bisschen von mir entfernt. Aber er hat auch gesagt, der Funk rauscht. Also, vielleicht. Vielleicht trauert er ein bisschen was Intus. Aber weiß ja nicht. Also Bottas ist ein bisschen weiter weg von mir, aber der setzt sich gerade extrem von einem Ferrari. What the fuck? Ich fall einfach. Er setzt sich gerade von diesem einen Ferrari da ab, keine Ahnung wer das ist. So, du bist doch so weit hinten, wieso siehst du es nicht? Willst du Stress, ha? Ja komm, ha? Ich ramm dich gleich weg. Und ich meine die Kurve nicht reinbremsen, sondern einfach reinbretter. Dann bist du weg vom Fenster. Ich zwar auch, aber ist egal.
Erstmal nachgucken, wann wir an die Box müssen. Erstmal ein Teammate zerstören. Ich glaube Runde 17 war's. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin gerade einfach gedriftet. Aber gut halt auch. Nicht irgendwie gefailt. Ja, natürlich. Ja, 17 bis 20. Er hat gesagt, wir fahren im Moment, glaubt er, die richtigen Reifen. Vergrößerst das Polster zwischen dir und deinem Verfolger noch mal wieder eine Zeit. Einige Sekunden. Ich glaube, das war gut, dass ich geübt habe heute wieder ohne Traktionskontrolle. Hast du geübt? Das, ja, ohne Traktionskontrolle, aber. Wegen, also auch nicht Kanada, sondern ich habe eine Karriere gestartet ohne Traktionskontrolle. Und das ist, glaube ich, für Regen fühlt sich das genauso an wie trocken ohne Traktionskontrolle. Also. Sehr gut. Also nicht, Leute, wir haben die Traktionskontrolle hier auf Mittel, nicht auf Hoch oder so, sondern Mittel. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, aber war halt jetzt, das habe ich halt heute in der Karriere gestartet mit aus und das ist halt echt heselig. Hä, welches Team ist denn aus? Was? Nix, das war scheiße. Du hast gesagt, ich habe heute eine Karriere gestartet mit aus. Habe ich gesagt, welches Team mit aus ist. Echt? Hast du das gesagt? Ja, das war einfach so geil. Bomben-Joke, Bomben-Joke. Fahrer hinter mir. Hi. 5,5, okay. Alte Intermediates-Taste. Ja, richtig alt. Ja, als ob du 1,26 gerade gefahren bist. Ah, na, okay, doch, das ist okay. Status Report. Was fragst du den Typen an? Vor allem so richtig motiviert. Ey, jedes Mal fahre ich bei dieser Kurve 100 Kilometer weiter als ich muss, weil ich einfach nicht so schnell bremsen kann. Warum fährst du nicht gerade so krass? Mach ich nicht. Es sind schon 7 Sekunden Abstand. Und ich vergrößere den auf Bottas trotzdem. Auch wenn du gerade den Ja, ich hab die ganze Zeit roten Sektor überall. Ja, wahrscheinlich. War eigentlich so nur vorsichtig 0,1. Ah, der war lila gerade. Ja, krasser Typ. Aber die anderen beiden Sektoren waren in dieser Runde gerade rot. Ich weiß nicht, wie dolle rot, aber sie waren so ein bisschen rot. Wahrscheinlich sind sie echt 0,0001. Könnte sein. Ich glaube, bei 0,00 sind die, glaube ich, auch sogar noch rot. Ah, der ist lila. Hey, wie kann man lila Sektoren fahren? Ja, meine Reifen sind jetzt gerade warm. Jetzt gerade aktuell. Ich fahre seit der ersten Runde nur noch rot. Ja, und übrigens, in der zweiten Runde hattest du ja einmal die schnellste Runde. Was ich aber sagen wollte, ich habe ja immer noch den gelben Frontflügel. Ich hatte ja eingestellt, dass die automatisch den wechseln sollen. Und das schalte ich jetzt wieder aus. Weil. Ja, ich schalte da jetzt auf Nein ein. Ja, weil das kostet ja Zeit und das will ich gar nicht, dass sie den wechseln. Also vielleicht fahre ich ja dann noch besser, aber ja. Muss ich ja nicht. Muss ja nicht. So gut muss man erstmal sein. Reduziere den ERS-Einsatz. Sag mir mal mit. Themen und noch Regen, hat er mir gesagt. Okay. Sag mir mal mit deinem Abstand auf Bottas. Wenn ich sehe, sag ich's dir. Er fragt doch. Nee, das wäre zu krass. Macht so Bock mit der. Box reden, oder? Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ich würde gerne mich einfach die ganze Zeit mit Jeff unterhalten. Sehr gut, ich nicht. Frag doch mal für mich. Er kommt ist dumm, ja dass jetzt ich's nicht fragen darf. Ah, oh, schon wieder. 16,4. 16,4. Hast du? Ja. Nee. Ja schon was hast du? Ja, 16,4. Hast du? Ich sag ja, ich gewinne auch immer mehr. Vorhin warst du irgendwie 14 ja, oder so. Und du bist einfach noch 10 mal krasser.
Danke, danke. Boah, was? Ich habe ja gerade in dem einen Sektor nur grün gefahren. Hast du denn lila? Den zweiten? Weiß ich nicht. Bestimmt. Krass, was bist du denn? Hab ich Angst bekommen gerade. Richtig Angst hatte. Und ich verliere auch wieder Benzin. Auf Standard? Glaube ich. Ja, auf Standard. Ich bin auf Fett gefahren, weil ich auf Standard plötzlich wieder plus 3,0 hatte. Ich krieg den Hals nicht zu voll, ey. Oh krass, jetzt bin ich gerade eine gute Zeit gefahren. Ich auch. Zweimal grün bin ich gefahren. Alter, grün. Ja, ich bin die ganze Zeit rot bisher. Zweimal grün. Ja, du holst auf. Bin ich schon stolz auf mich. Ja. Oh, da bin ich zum ersten Mal, glaube ich, ganz gut um die Kurve gekommen. Die Reifen sollten noch eine ganze Weile durchhalten. Ja, wie es halt geht. Bei den Verhältnissen mit meinem kaputten Frontflügel, ich gerne jedes Mal erwähne. Ja, ist wichtig. Krass, ey, dieser eine Ferrari hat auch nochmal gefühlt 20 Sekunden Abstand zu Bottas. Alter, ich hab schon wieder deutlich zu spät gebremst. Ich hab übrigens gerade den zweiten Sektor wieder lila zurückgeholt. Das ist ein Prank jetzt, oder? Naja, der Abstand ist nicht so riesig. Zwischen Bottas und dem Ferrari? Achso, doch, ja, doch, klar. Der ist riesig, aber da dann nicht mehr. Muss ERS wieder ausstellen? Ich auch. Ich finde, das ERS bringt ultra viel. Ich fahre gerade jede Runde eine neue Lidl-Zeit, Alter. Ja, das ist ein Hack. Welche Zeit ist denn die lilane Zeit? 1,24,2. Hat gefahren. Ja klar, kein Wunder, dass du so krass bist. Ich weiß nicht, wieso du auf dieser Strecke so viel besser bist als auf allen anderen. Aber du bist es einfach. Du bist es. Die Strecke wird aber wirklich besser, weil man merkt auch, dass wenig Regen ist. Oder weniger. Es ist aber auch wenig Regen. War ein Fehler und ist alles wieder weg. Ignoff. Boah, ich habe diese Kurve gerade, glaube ich, zum zweiten Mal oder so im Rennen erst gut genommen. Sehr stark. Danke. 11,5 Sekunden habe ich zu dir Abstand. 10 Minuten Regen, sagt er. Dann hört es ganz auf. Hört das ganz auf? Mhm. Die Strecke wird noch nass sein, aber irgendwann muss man dann bestimmt wechseln. Ja, vorher muss man vielleicht nochmal intermediär. Ja, glaube ich schon. Hat jetzt Zeit gekostet. Da ist gerade ein bisschen knack bei dir. Wieso das denn? Weiß ich nicht, der Funk. Hab ich Knack? Jetzt gerade? Ja. Scheiße. Ja, ich kann es jetzt leider nicht umstellen. Ich hab 25 Sekunden zu Bottas. Kann gar nicht sein. Muss viel mehr haben. Ja, hat er mir gerade gesagt, 25 Sekunden. Ja, das ist voll dumm. Ich habe 25. Und du hast ja zu mir noch genug. Und vielleicht hat er auch angezeigt, dass du zu ihm 25 und dann nochmal bei mir 12 Sekunden zu dir. Ja. Könnte es auch sein. Ja, ist so. Nicht nur könnte.
Das heißt, ich sollte meinen Reifen nicht kaputt machen. Also auch nicht abfahren oder so. Oh, krass. Ich habe mir gar einen lila Sektor geholt. Ein Sektor? Ja. Wie viele Tore hast du schon? Sektor 7 habe ich schon. Krass, ne? Du bist in Sektor 7, hast du lila Zeit gefahren. Ist das der Bock-Sektor? Alter. Muss ich aufpassen, damit ich gleich nicht überholst. Ich vielleicht bitte die Fresse. Muss ich doch meinen Frontflügel wechseln. Ich werde langsamer. Also ich fahre wirklich gerade nur rote Sektoren. Ja, ich fahre die ganze Zeit irgendwie fast nur noch hoch. Ich hatte lila gerade. In Sektor 7. Alter. Nur noch rot. Ich hab lila. Nein, hab ich nicht. Da wird gleich auch keine neue lila Zeit stehen. Alles rot bei mir gerade. Meine Reifen sind auch rot. Der Regen hat nachgelassen, aber es steht immer noch eine Menge Wasser auf der Strecke. Wir sind einverstanden, wenn du derzeit noch bei den Intermediates bleibst. Hat mir gesagt, er ist einverstanden, wenn ich noch bei Intermediate bleibe. Ja, ich glaube, die sagen mir das gleiche durch. Ich drehe mich. Aber alles gut, ich habe mich wieder gefangen. Nichts passiert. Bisschen Zeit hat es wahrscheinlich gekostet. Ja, ja, aber wir haben ja noch genug nach zu Bottas. Überleg halt, ob ich wirklich die Zeit theoretisch hätte, noch meinen Frontflügel reparieren zu lassen. Ja, ja. Ja, was denn? Ja, das mach doch einfach. Tatsächlich meine reelle Überlegung. Dann kann ich dich überholen, mach. Nein, ich weiß es nicht. Du, wie viel hast du Abstand zu mir? 15 oder so, ne? Du weiß bist da mal über runter dran, ne? Ja, ich hab grad das erste Mal einen Heck gesehen von einem. Ja, du bist einfach so schnell, das ist unglaublich, krass. Und der ist offensichtlich ultra langsam. Sagt er, lila Zeiten gefahren ist. Der ist offensichtlich ultra langsam, der andere. Ja, du bist lila Zeiten gefahren. Nee. Also mir gehört gerade der dritte Sektor bisher noch. Ja, die anderen beiden gehören mir. Ich weiß. Gerade. Müsste mal wieder mit ein bisschen mehr ERS fahren, weil Energie ist zum Ausgeben da. Dann würden wir die anderen beiden Sektoren auch, also der letzte vielleicht, würde ich den auch wieder bekommen. Aber ich fahre die letzte Kurve da auch einfach nur total schlecht, also. Aber Energie ist ja auch zum Ausgeben da, ne? Wahrscheinlich, da würde ich der Frontflügel drin, ne? Ja. Genau. Ich hab Angst. Wetterbericht. In Runde 17 soll man an die Box gehen. Wetterbericht. Ich hasse diese Scheiße. Frag du ihn mal bitte. Wetterbericht. Oh Gott. Ich hasse es. Was sagt er? Es scheint wieder trocken zu werden. Ich sehe gar nichts mehr, weil ich Kürt gerade überhole. ja, scheint wieder trocken zu werden, aber Intermediates sind noch die richtige Wahl. Also. Ich glaube, man muss nochmal wechseln. Weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also, meine sind schon relativ abgenutzt. Ja, 48% genau. Habe ich. Was hast du? Warte. Kürz ist es wieder trocken, hat er mir gesagt. Was, wie viel Prozent hast du? 56 hinten. Scheiße. Krass, ich hab 48, du bist ja noch schlechter als ich. Erhöhen wir den ERS-Einsatz. Deswegen fahr ich auch. Schlechte Zeiten gerade. Zwei Runden bis zum Boxenstopp-Fenster. Für den nächsten Stint bekommst du Intermediates. Ich bin mir echt unsicher. Ich auch. Ich kann jetzt darüber entscheiden, wer das Rennen gewinnt. Ich weiß, hoffentlich nicht Bottas.
Wenn du hast 20 Sekunden Abstand, das ist schon echt krass. Du hast zu Boot, das hast du 50. Das ist so heftig. Also der Regen hat dir fast schon gut getan, muss ich sagen. Mir auch, also wir sind im Regen offensichtlich besser als die Bots. Krass, wie schlecht die da fahren, ohne Spaß. Du hast ja auch noch die Überrunder gehabt. Jetzt sehe ich wieder gar nichts, ja. Das ist alles gar nicht unpraktisch. Boah, ich kann dir echt nicht sagen, was wir machen. Sieht so aus, als würden wir in Kürze wieder eine trockene Strecke haben. In Kürze ist es wieder trocken. Für mich wäre es gerade das Schnellste, allein wegen den Überrundern jetzt an die Box zu gehen. Weil ich will die gerade hier nicht überholen. Oh mein Gott. Wie Nazi. Oh, crazy Typ. Ich komme auch bald wieder an die ran. Also lang dauert es nicht mehr. 1,7 Sekunden habe ich gerade im ersten Sektor alleine mehr gebraucht. Ja. Nee, kannst du entscheiden, wie gesagt, keine Ahnung. Ich will dir da jetzt nicht alles versauen. Dein Vordermann hat einen Vorsprung von 20 Sekunden. Gib weiter Gas. Er hat mir gerade gesagt, dein Vordermann hat einen Vorsprung von 20 Sekunden. Gib Gas. Wenn man nach dieser Runde nicht an die Box muss, dann gehe ich also zum Trockenreifen, dann gehe ich gleich an die also Box. Also fährst noch eine? War diese jetzt noch. Okay, ja.